Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um die besten Fußballvereine aus jeder spanischen Provinz. Für die Zuschauer, die dieses Format noch nicht kennen, hier die Regeln. Vor mir habe ich eine Liste mit 18 verschiedenen spanischen Regionen oder Provinzen. Beispielsweise Katalonien, Madrid, La Roya oder das Baskenland. Aus diesen 18 verschiedenen spanischen Provinzen suche ich den aktuell besten Fußballclub heraus. Hier geht es nicht um den Verein, der in den letzten 10, 20, 30 Jahren die meisten Pokale geholt hat und wer aktuell vielleicht den besseren Kader hat, sondern es geht halt um die aktuelle Leistung und vielleicht um den aktuellen Tabellenplatz in der La Liga. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt in die Kommentare, wie eure Liste aussehen würde und lasst gerne ein Abo da. Wir wollen jetzt keine Zeit verlieren, wir fangen einfach an. Galicien, Celta Vigo. Celta Vigo steht aktuell in der Liga in Spanien auf Platz 10 mit 33 Punkten. Im Pokal wurde es ja sehr peinlich, dort schied man in der zweiten Runde gegen den Drittligisten UD Ibiza mit einem Ergebnis von 5:2 aus. Schon ein bisschen peinlich. Weitere Vereine aus Galicien, die man vielleicht noch kennen könnte, wären UD Lugo, die aktuell 15. in der zweiten spanischen Liga sind, Deportivo La Coruña, die letzte Saison leider in der dritten Liga abgestiegen sind und auch mal 2000 war es, glaube ich, die La Liga gewonnen haben. Und SD Compostela, die zwischen 1994 und 98 mal in der höchsten spanischen Spielklasse gespielt haben und aktuell seit 2008 viertklassig sind. Asturien, Sporting Gijón. Sporting Gijón spielt aktuell in der Segunda División, die zweithöchste Spielklasse in Spanien. Mit Platz 5 in der zweiten Liga hat Gijón gute Chancen auf einen Aufstieg in die höchste spanische Spielklasse, die Primera División. Cantabrien, Real Racing Club de Santander. Baskenland, Real Sociedad. Real Sociedad San Sebastian steht aktuell auf dem 5. Platz in der höchsten spanischen Spielklasse. Man konnte sogar ein paar Mal die Tabellenführung erlangen. Weitere Vereine aus dem Baskenland, die man vielleicht noch erwähnen könnte, wären SD Alba und Deportivo Alaves. Die sind, glaube ich, gerade beide im Abstiegskampf verwickelt. Und der unabsteigbare Fußballclub Athletic de Bilbao. Navarra, da habe ich CA Osasuna, spielt aktuell in der ersten spanischen Liga. Dann die nächste Provinz, Provinz La Rioja, da habe ich CD Logroñés. Aragonien, da habe ich SD Huesca. SD Huesca spielt aktuell in der ersten Liga Spaniens. Leider hundertprozentiger Abstiegskandidat. Ja, die waren vor 3 Jahren schon mal in der La Liga, sind abgestiegen, dann wieder aufgestiegen und jetzt sind sie kurz vorm Abstieg. Weitere Vereine, den ihr vielleicht noch kennen könntet und auch mal europaweit erfolgreich war, ist Real Saragossa. In Katalonien, da habe ich ganz klar FC Barcelona. In der Tabelle sind sie, wo ich das letzte Mal nachgeguckt habe, auf Platz 2. Klar, der aktuelle einzige Verein aus Katalonien, der aktuell in der La Liga spielt. Weitere Vereine, die man vielleicht noch kennen könnte, wären CD Girona und Espanyol Barcelona. Die beiden Vereine spielen aber aktuell in der zweiten Liga. So, weitere Provinz. Kastilien und Leon. Da habe ich Real Valladolid. Die haben letztes Jahr in der die spielen aktuell in der ersten Liga. Muss man eigentlich kennen, ist schon ein bekannter Name. Jetzt die Hauptstadt Madrid. Madrid, ganz klar, Atletico Madrid. Die sind aktuell auf Platz 1. Klar, Real Madrid hat mehr Pokal gewonnen, aber Atletico ist aktuell der bessere Verein. Weitere Vereine, die ihr vielleicht noch kennen könnten aus Madrid, wären klar Real Madrid, Rayo Vallecano, FC Getafe und CD Leganés. Dann weitere Region, Extremadura. Da habe ich Extremadura UD, hat letztes Jahr in der zweiten spanischen Liga gespielt und ich glaube, die sind vor kurzem abgestiegen in die dritte. So, weiter. Kastilien La Mancha. Da habe ich Albacete Balompié. Ich glaube, die spielen auch aktuell in der zweiten Liga Spanien. Dann die nächste, Valencia. Valencia ist nicht FC Valencia, sondern FC Villarreal, aktuell auf einem internationalen Quali-Platz. Und FC Valencia, naja,
bei denen läuft es nicht mehr so gut. Und deswegen habe ich dann den FC Villarreal genommen. Sind, glaube ich, sogar noch im Europa League-Wettbewerb. Ja, weitere Vereine, die ihr noch kennen könntet. Klar, FC Valencia, UD Levante und FC Elche. Alle drei spielen auch aktuell in der ersten Liga. Weiter, Murcia. Real Murcia. Weiter, jetzt gehen wir im Süden Spaniens, Andalusien. Da habe ich den FC Sevilla, Rekord-Europa-League-Sieger, amtierender Europa-League-Sieger. Weitere Vereine, die man noch kennen könnte, ist klar, Betis Sevilla, FC Granada, die auch aktuell in der Europa-League gespielt haben. Und die weitergekommen sind, das weiß ich jetzt nicht. Und der FC Cadiz. So, dann geht's weiter. Balearischen Inseln. Da habe ich RCD Mallorca, sonst habe ich keine weiteren Vereine aus der Region gefunden. Jetzt kommen wir zu den beiden spanischen Regionen, die auf den afrikanischen Kontinent liegen. Die erste Region, Provinz, sind die Kanarischen Inseln. Dort habe ich UD Las Palmas. Ich bin aktuell in der zweiten Liga, haben auch mal häufiger international mitgespielt. Und ich glaube, nur einmal international mitgespielt. Da hat auch, glaube ich, mal Kevin Prince Boateng gespielt. Und weitere Vereine, die man noch kennen könnte aus den Kanarischen Inseln, CD Teneriffa. So, dann die letzte Region, Ceuta und Melilla. Da habe ich UD Melilla. Ceuta Melilla ist dieses kleine Zippel unten bei Marokko. So, das waren alle 18 Regionen. Habe ich vielleicht einen Verein vergessen? Wie sieht eure Rangliste aus? Abonniert gerne meinen Kanal, das hilft meinem Kanal wirklich. Ich versuche mehr Videos rauszubringen. Ja, das war's mit dem Video und ciao.